Servus, Salve und Hallo. Es gibt Volatilität und ich bin dabei. Unglaublich, ja, das habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Wir haben hier fette, fette Kerzen. Einmal sind es hier die 576 Punkte und einmal 555 Punkte. Bevor ich das mache, muss ich aber das noch zeigen, denn da hat sich was geändert. Und zwar, ich gehe morgen schon zur Invest, also hier noch nicht auf, aber morgen Abend bin ich da. Das ist am Freitagmorgen, 10 Uhr. Da soll ich unbedingt dazu sagen, das ist nicht in der Messe drin, sondern man geht nur kurz rein und dann ist es gleich links irgendwie ein Raum C5, was ich da mit dem Lars Erichsen, Michael Flender und Thomas Löwer mache. Dann hatte ich gesagt, ich bin um 12 Uhr bei Goldman. Das stimmt nicht, weil um 12 Uhr springe ich bei NTV rum. Ich hoffe, ich werde da nicht geschminkt, sonst laufe ich da rum wie ein Indianer. Oh, ich glaube, das darf ich gar nicht mehr sagen. Ja, jetzt habe ich es gesagt. Um 14 Uhr bin ich dann bei Goldman. Da könnt ihr euch was wünschen. Um 15 Uhr Trader Fox und am Samstag 12 Uhr und 14 Uhr auch wieder Goldman. Könnt ihr euch auch was wünschen. Und 15 Uhr wieder Trader Fox. Das wollte ich noch ganz kurz rüberrufen. Was habe ich denn sonst noch? Sonst habe ich hier nichts momentan. So, wir haben, wo muss ich denn hin? Hier. Wir haben von dieser Bewegung hier, von Mitte Dezember, also im letzten Drittel Dezember bis zu dem Hoch, haben wir heute punktgenau, also sogar ein bisschen mehr, das 50er Retracement, hier ist es, abgeholt. Bei 14.725. Der DAX war meines Wissens nach, Xetra DAX, nicht unter 14.700. Die Calls müssten noch leben, denke ich mal. Das ist viel, ja, gar keine Frage. Wir dröseln es gleich mal in 4 Stunden und Stunden auf, da sieht man es deutlicher und es soll euch da auch eine Hilfe geben. Diese rote Linie, die ich mal eingezeichnet hatte, ja, den blauen Sektor und dann hier unten den schwarzen Sektor. Diese rote Linie ist die untere Begrenzung des schwarzen Sektors, die hat gestern hervorragend gehalten, vorgestern bei 14.900. Dann sind wir erst mal wieder ein bisschen hochgedödelt. Bänder gehen auf. Fiese Geschichte. Und heute schließen wir auf dem 50er, außerhalb des Bandes, die Bänder gehen weiter auf. Ich habe hier nach wie vor Verkaufssignale. Ich bin hier über den Oszillator weiterhin negativ. Ich muss davon ausgehen, dass wir diesen Bereich von 14.500 hier sehen können. Der ist also auch, ich muss mal wieder zurück, der ist auch vom Chart her, der Bereich 14.500 zu 600 ist vom Chart her auch ganz gut bestätigt. Ja, was ist denn hier los? So, das kommt von hier hinten her, das ist im November. Dann hier wieder Widerstand, nochmal Widerstand, dann sind wir durchgebrochen und weitergelaufen. Und es ist das 61er Retracement. Es sind einige Werte, die jetzt schon am 61er Retracement liegen. Und das muss man auf jeden Fall im Auge behalten. Wie gesagt, für mich ist das nicht wirklich ein Punkt, das ist so eine kleine Zone hier von tatsächlich 100 Punkten. Das ist nicht mehr viel. Diese gesamte Bewegung hier, das sind ja nur, ich glaube, 6%. Viel mehr ist das nicht. Das kommt halt einem nur so schlimm vor, weil wir sind keine fallenden Kurse mehr gewohnt, außer dem einen hier mal. Und dann kommen zwei hintereinander. Lass mal schauen hier auf den 4 Stunden. 4 Stunden. Hier ist es die große Bewegung, hier die zweite große Bewegung. Die fing gleich morgens an mit 8 Uhr. Das hier war eine ganz linke Nummer. Ja, wir kommen am Freitag, schließen wir in der Nähe des Tiefskurses und dann macht er da ein 200-Punkte-Gap hoch. Das war heftig. Das muss ich auch sagen. Die war verwirrend. Das kann man natürlich sagen, ja, da muss man doch geben. Ja, ich habe das da nicht gemacht. Ich war aber auch nicht um 8 Uhr morgens, handle ich nicht. Dann gehen wir runter eben auf die beschriebene rote Linie, was früher die schwarze Linie war. Und ich nehme jetzt hier mal die Fibos raus, dass die uns nicht so stören. So, dann sind wir hochgelaufen und hier seht ihr den ersten, den müsst ihr euch unbedingt merken, den ersten wichtigen Widerstand. Das sehen wir gleich in der Stunde nochmal. Das sind die 15.270, 75, 70, 75. Dann gehen wir durch diese rote Linie durch und knallen hier runter auf eben das 50er Retracement. Bisschen hoch, schließen in der Nähe des Tageskurses, wie des Tagestiefskurses. Wir sind jetzt 17.40 Uhr, haben wir jetzt 14.726. Auch von hier weiter negativ. Nur weil das tief ist hier unten, der Oszillator, heißt es noch lange nicht, dass der dreht. Also der kann hier locker die 14.500 sehen. Jetzt in der Stunde, weil da sind nämlich ein paar Marken, die sind wirklich wichtig. Hole ich mal näher ran. Das hier ist die eben schon besprochene 15.273. Und dann haben wir heute über mehrere Stunden hier ein Top ausgeformt. Und das ist bei 14.872. Also für jeden Long wäre das hier interessant. Oder auch ein Short unbedingt hier absichern. 20 Punkte drüber. All das ist jetzt tatsächlich
sieht man recht deutlich vom Chart her ein guter Widerstand. Ansonsten, nochmal, wir gehen hier tiefer. Es gibt, heute waren es natürlich wieder die Banken. Moment, mache ich euch mal rein hier. Die Banken. Ja, das ist jetzt eine Mischung aus dem DAX und aus dem Eurostoxx. Commerz minus 8, UniCredit minus 9, ich runde leicht. Deutsche minus 9, ING 9,5, Paribas minus 10. Also sind komplett die Banken. Ich bin eigentlich ganz froh drum, dass sie so schnell fallen. Ich hatte neulich schon ein paar Deutsche Bank gekauft, aber die ging ja dann am Montag gleich wieder so steil. Sofort wieder verkauft. Dann vorhin auch mal, gestern auch was gekauft, dann auch wieder verkauft. Ich glaube, entweder es ist ein Markt, für euch müsst ihr das entscheiden, wo man Positionen langsam aufbaut. Und dazu habe ich dieses Ding hier noch. Ja. Kauft mal ein G. Ja, also langsam. Und deswegen, ich habe das auch wieder gemacht. Ich habe auch wieder ein bisschen Commerzbank gekauft, auch wieder Deutsche Bank. Aber selbst wenn die jetzt einen Euro fallen, tut mir das nicht weh. Aber von der Stunde her sind wir auch weiterhin negativ. Hat sich mal so ein bisschen stabilisiert hier. Sind wir weiterhin negativ, Oszillator weiter negativ, treten nirgendwo. Für mich wird er erst, sagen wir mal, risikofreier Long, wenn wir hier diese 14.871 überbieten. Natürlich kann man das probieren, hier irgendwo was zu kaufen. Aber ich muss ehrlich sagen, das darf man nicht mit dem vollen Size machen. Da muss man ein bisschen kleiner bleiben und gucken. Ich habe jetzt mal andere Scheine genommen. Der erste, das ist ein Call 14.006. Das ist, weil sie hier unten, so ein bisschen vor der 200-Tage-Linie, im Moment ein 18er Hebel. Aber legt mich mit dem Hebel nicht fest, weil das ändert sich ja hier praktisch jede halbe Stunde. Der ist weit weg. Den nächsten Call habe ich ein bisschen enger genommen, 14.250. Da sind wir ungefähr hier. Wie gesagt, eine wichtige Marke für mich ist dieser Bereich 14.500. Ja, und 14.600 vom Chart auch nochmal. Von dem Putz her habe ich einen 16.045er. Da sind wir also noch hier oben in der Nähe des All-Time-Highs, auf jeden Fall hinter dem Jahreslow. Und einen 15.755er. Trotzdem, ich möchte nochmal jetzt hier auf der Stunde nochmal diese wichtigen Marken zeigen. Das ist die 15.270, ist jetzt weit weg, aber das ist wichtig. Und der nächste fürs kurzfristige Trading, hier die 14.875. Diese beiden Marken sind für mich sehr wichtig auf dem Weg nach oben, weil wenn wir die brechen, können wir auch locker den 20er gleitenden Durchschnitt sehen. Das ist jetzt allerdings auf Stundenbasis. Der ist im Moment bei 15.040, der sollte dann morgen sein bei 15.000, sage ich mal. Aber das, dann hat man diese 120 Punkte, kann man mitnehmen. Und unten halt die 14.500 und die 14.600. Morgen EZB, Freitag großer Verfall. Ich würde diesem großen Verfall nicht so viel Interesse beimessen, weil der Märzverfall ist eigentlich nie so besonders interessant. Der Juni ist groß und der Dezember ist groß. März, ja, gucke ich nicht so drauf. Ich gucke diesmal sowieso nicht drauf, ich springe ja da auf der Invest rum. Aber das werden auch spannende Tage, vor allen Dingen auch noch mit der FED nächste Woche. Das heißt, ich bin heilfroh, dass ich darauf hingewiesen habe, dass das also heftig werden kann. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass wir gleich in einem Atemzug, mehr oder weniger, sagen wir mal, in zwei Atemzügen hier und in einem da, dass wir da fast 600 Punkte verlieren. Das hätte ich jetzt so auch nicht gedacht. Mal 300, ja, mal 400. Okay, aber 600 ist schon viel. Wie dem auch sei, ich wünsche euch ein Happy Trading und eine fette Beute und würde mich freuen, wenn wir uns auf der Invest sehen. Alles Gute, Baba.